Damals hat Paulus den Sklaven nicht sagen können, lauft einfach von euren Herren weg, sondern er hat gesagt, wenn ihr Sklaven seid, dann versucht Zeugnis zu sein, selbst noch in Sklaverei, um euren Herrn zu verherrlichen und eure Herren zu gewinnen, seid Zeugen. Und so sehr er in einem Fall, nämlich bei dem Philemon-Brief, deutlich macht, er würde gerne den Sklaven aus der Sklaverei rausholen bei einem anderen Christen, so wenig kann er die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Biblisch 3 ist aber dann die Frage, wohin intendiert das, also die Ermahnung der Herren mit ihren Sklaven als Geschwistern umzugehen? Also was soll ich jetzt in der Gegenwart damit Was soll ich anfangen? in der Gegenwart, genau das ist es, was soll ich damit anfangen? Und insofern würde ich sagen, die Abschaffung der Sklaverei ist biblisch 2 intendiert, aber konnte damals ja gar nicht durchgeführt werden, weil die Christen ein ganz kleiner Kreis war. Aber biblisch 3 in der Anwendung, die Abschaffung der Sklaverei, auch durch Christen gefördert, ist konsequent.